Also die 9. Reihe jetzt den Anfang genauso arbeiten wie bis jetzt. Jetzt sehen wir hier erstmal die 7 Stäbchen. So, jetzt arbeiten wir 5 Luftmaschen. Und hier wieder 7 Stäbchen. Und so machen wir weiter. Also jetzt hier ist jetzt wieder 5 Luftmaschen und 7 Stäbchen. Und jetzt alles nach Muster, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen und am Ende der Reihe wieder 6 Stäbchen arbeiten. Also das Ganze wiederholen wir. Das ist jetzt die 10. Reihe. Ich meine jetzt hier wieder, wenn die 2 Kästchen frei sind. Also geblieben sind häkle ich 7 Stäbchen. Jetzt arbeite ich 3 Luftmaschen, wie die Reihe hier. Also wenn wir diese 2 Reihen mit 7 Stäbchen gearbeitet haben, arbeiten wir diese 3 Luftmaschen, eine feste Masche und wieder 3 Luftmaschen. Hier in der Mitte, wo die 5 Luftmaschen sind, arbeiten wir 7 Stäbchen in das letzte Stäbchen. Ein Stäbchen in die Mitte, 5, und dann in das erste Stäbchen auch ein Stäbchen arbeiten. Also 5 Stäbchen in die Luftmaschen. Und ein Stäbchen in das erste Stäbchen. Und jetzt arbeiten wir wieder 3 Luftmaschen. Hier in das mittlere Stäbchen eine feste Masche. Dann wieder 3 Luftmaschen und ein Stäbchen in das letzte Stäbchen. Und hier arbeiten wir wieder 7 Stäbchen, also in die Mitte, in die Luftmaschen 5 Stäbchen. Und nochmal ein Stäbchen hier. Das Ganze wiederholen wir, also 3 Luftmaschen,
Eine feste Masche. Drei Luftmaschen. Und hier bei diesen zwei Kästchen arbeiten wir wieder 7 Stäbchen. Das erste Stäbchen, dann 2 Stäbchen in die Luftmaschen. Ein Stäbchen in das Stäbchen. Wieder 2 Stäbchen in die Luftmaschen und nochmal ein Stäbchen. Und den Rest nach Muster, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. Elfte Reihe. Hier wieder alles nach Muster, dann 7 Stäbchen. Jetzt arbeite ich 5 Luftmaschen. Und 7 Stäbchen und so weiter. So, immer 5 Luftmaschen, 7 Stäbchen. Das Ganze aus, weiter nach Muster arbeiten, da wiederum 5 Luftmaschen, 7 Stäbchen und den Rest wie gewohnt. Nächste Reihe beginne ich wie gewohnt, alles nach Muster. Jetzt fange ich hier bei diesen 2 Kästchen, hier kriege ich sofort 7 Stäbchen. Und dann arbeite ich alles nach Muster, 3 Luftmaschen, in das mittlere Stäbchen eine feste Masche, dann wieder 3 Luftmaschen, und ein Stäbchen in das letzte Stäbchen, und jetzt hier in den beiden Luftmaschen 5 Stäbchen. Stäbchen in das erste Stäbchen. Und den Rest alles nach Muster arbeiten, also wieder 3 Luftmaschen. Eine feste Masche. 3 Luftmaschen.
und 7 Stäbchen. Und so weiterarbeiten. Hier am Ende der Reihe, an diesen zwei Kästchen, werden wieder Stäbchen gearbeitet und Rest nach Muster. So, die nächste Reihe wird auch alles nach Muster gearbeitet. Also wir häkeln hier 7 Stäbchen, 5 Luftmaschen, 7 Stäbchen und so weiter. So, hier am Anfang und am Ende bleibt so ein Kästchen praktisch zwischen den beiden Teilen mit 7 Stäbchen. 7 Stäbchen, hier 6 Stäbchen. So schaut das Ganze nochmal aus. Ab der nächsten Reihe arbeiten wir dieses Viereck. Bis jetzt haben wir das so nach außen gearbeitet, wieder nach innen. Und ich fange jetzt wieder mit 3 Luftmaschen an und arbeite die ersten 5 Stäbchen. Dann 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in das erste Stäbchen, dann 2 Luftmaschen, ich überspringe jetzt 2 Maschen, in die dritte Masche häkle ich ein Stäbchen und dann wieder 2 Luftmaschen und ein Stäbchen. Und die letzte Masche. Und hier jetzt arbeiten wir wieder alles nach Muster. 5 Stäbchen. Insgesamt sind es dann 7. Jetzt 3 Luftmaschen, eine feste Masche. Und 7 Stäbchen. So arbeiten wir weiter und hier auf der Seite, hier arbeiten wir wieder wie auf der Seite. Also wir haben jetzt hier 3 Kästchen, arbeiten wir genauso hier. Bei den ersten Stäbchen ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, sodass 3 Kästchen stehen hier oben. Also die nächste Reihe arbeite ich wieder nach Muster. Hier kommen 3 Kästchen, dann 7 Stäbchen, 5 Luftmaschen, 7 Stäbchen. So, in der nächsten Reihe beginne ich wie immer mit 6 Stäbchen. Wie ich schon sagte, wir arbeiten dieses Viereck nach innen. Jetzt arbeite ich da auch diese Kästchen, so dass vorne dann 5 Kästchen entstehen und den Rest nach Muster. Dann weiterhin mit 7 Stäbchen, 3 Luftmaschen, eine feste Masche, 3 Luftmaschen, 7 Stäbchen fortfahren. Und so arbeitet ihr dieses Viereck weiter, bis bloß nur so ein 7 Stäbchen ja, gearbeitet hat, die 2 Reihen in der Mitte. Also ich habe jetzt dieses Viereck zu Ende gearbeitet. Hier habe ich die letzten, diesen 7 Maschen. Die Reihe danach arbeite ich nach Muster, nur 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, hier, da wo wir 7 Stäbchen haben, genauso, ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, in das mittlere Stäbchen ein Stäbchen und in das letzte Stäbchen auch ein Stäbchen arbeiten, wie gesagt, dazwischen immer 2 Luftmaschen. Und dann fangen wir hier das zweite Viereck zu arbeiten.
genauso anfangen, wie wir das hier gemacht haben. Also wir fangen wieder in der Mitte mit 7 Stäbchen an und arbeiten dann genauso wie hier unten wieder das zweite Viereck. Also wie gesagt, da fängt das zweite Viereck schon mal an, ne? Mit diesen 7 Stäbchen. Also ihr könnt die Decke beliebig lang arbeiten, beliebig viele Vierecke arbeiten. Also das eine Viereck ist bei mir ungefähr 18 cm lang. In der Breite ist das ungefähr 24. Genau, also wenn die Decke, wenn ihr mit den Vierecken fertig seid, arbeitet ihr dann genauso wie unten eine Reihe mit dem Lochmuster und 2 Reihenstäbchen arbeiten und so die Decke dann abschließen.